Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Testbericht im neuen Jahr, im Jahr 2023. Und damit hoffe ich auch, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, um jetzt das erste Video rauszuhauen, beziehungsweise den ersten Testbericht. Das erste Video gab es ja schon, ein Unboxing. Und jetzt eben den Testbericht zu den Soundpeats R3 Deluxe HS. Schwieriger Name, aber ob die Kopfhörer auch dementsprechend schwierig sind, das erfährst du nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Soundpeats R3 Deluxe HS sind quasi ein Nachfolgermodell der ja schon erfolgreichen Soundpeats R3. Die hatte ich auch schon im Test und die habe ich damals als recht gut empfunden. Günstiger Preis, recht gute Qualität, vor allem was den Sound angeht. Guter Tragekomfort. Ja, es gab einige Abstriche bei der Sprachqualität und es gab nicht so viele Features. Aber insgesamt fand ich die Soundpeats R3 ganz gut und gerade für diesen Preis. Und jetzt kommen eben die Soundpeats R3 Deluxe HS. Das ist quasi der Nachfolger, der allerdings etwas teurer ist. 59,99 € im UVP. Meistens kriegt man die für 49,99 €, also knapp unter 50 €. Aber dafür gibt es einige Verbesserungen. Unter anderem ist der LDAC-Codec an Bord, also ein hochwertiger Audio-Codec für die Bluetooth-Übertragung. Und dazu kommt auch noch eine App, die neu ist. Und ob das alles so wirklich gut ist, das wollen wir jetzt mal besprechen. Angefangen mit der Akkulaufzeit, die mir insgesamt nicht so gut gefallen hat. Das liegt einfach daran, wir haben hier nur 20 Stunden Akkulaufzeit und 5 Stunden davon entfallen auf die Wiedergabezeit mit den Earbuds. Das ist im unteren Durchschnitt oder im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Also es gibt durchaus Kopfhörer, die noch weniger Laufzeit haben, die sind aber schon was älter. In der aktuellen Zeit oder im Jahr 2022/23, da erwarte ich mir schon eigentlich mehr. Und deswegen finde ich das schon ein bisschen schade. Zudem gibt es kein Wireless Charging und keine Schnellladefunktion. Das heißt, nach den 5 Stunden muss man mindestens 1,5 Stunden warten, bis die Kopfhörer wieder vollständig aufgeladen sind. Die Bedienung hingegen ist gut, die erfolgt über Touchflächen auf den Seiten. Wenn man hier die Kopfhörer in der Hand nimmt, das werdet ihr auch gleich nochmal in Großaufnahme sehen, dann hat man hier eben die Touchflächen und darüber erfolgt die Steuerung. Man kann im Grunde alles steuern damit. Also es gibt ja nicht viele Features. Das einzige Feature, was die Soundpeats R3 Deluxe HS haben, ist der Gaming-Modus. Den kann man auch darüber einschalten. Ansonsten natürlich den Sprachassistenten sowie die Lautstärke einstellen, Start, Stopp der Musik, Vorspringen Musik, Zurückspringen Musik und auch bei den Anrufen annehmen, ablehnen, beenden, alles, was man so benötigt. Also im Grunde braucht man für fast nichts mehr das Smartphone. Wenn man möchte, kann man das trotzdem benutzen und zwar, um damit die App zu starten. Das ist der nächste Punkt, den ich hier erwähnen möchte. Die App. Ja, also erstmal finde ich es gut, dass es überhaupt eine App gibt. Damit hat man auf jeden Fall mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Schade finde ich allerdings, dass die App nicht so wirklich durchdacht ist. Also auf dem iPhone habe ich sie gar nicht zum Laufen bekommen, denn man muss sich da registrieren. Man kann die App nicht ohne Registrierung oder ohne Account nutzen. Ja, und das hat bei dem iPhone einfach nicht geklappt. Da sind irgendwie die Möglichkeiten, die Tasten oder die Buttons, die da in dieser App ja programmiert wurden, nicht wirklich gut programmiert, sodass ich das da einfach nicht hinbekommen habe. Auf dem Android ging es dann, da konnte ich mich registrieren und auch einloggen. Die App an sich bietet einen Equalizer. Ich kann den Gaming-Modus ein- und ausschalten. Ich sehe ungefähr die Akkulaufzeit und ich kann auch ein Firmware-Update machen. Was ich nicht machen kann, ist die Steuerung bearbeiten. Ich kann höchstens die One-Touch-Steuerung, also dass man einmal drauf tippt, das kann ich ausschalten. Ansonsten lässt sich da nicht viel einstellen. Auch der Gaming-Modus lässt sich nicht individualisieren. Und der Equalizer, sehr interessant, obwohl die Kopfhörer bis 40 Hertz hoch können, also in den 40er Frequenzbereich hochkommen, Kilohertz, nicht Hertz, Kilohertz, kann man allerdings den Equalizer nur bis 5 Kilohertz einstellen. Also finde ich ein bisschen komisch und ein bisschen schade. Die App, die ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Nicht verbesserungswürdig hingegen ist der Tragekomfort, denn die sitzen wieder mal sehr, sehr gut. Auch das zeige ich euch gleich nochmal im Nahaufnahmen. Und ja, das ist einfach ein guter Tragekomfort. Man kann sie längere Zeit tragen, sie sind leicht, sie drücken nicht im Ohr, sie sind klein.
Also all das, was ich mir von Earbuds erwarte. Und da man sie auch nicht in den Gehörgang schiebt, sondern nur in die Ohrmuschel legt, ist das auch für eigentlich alle ein Kopfhörer, den man benutzen kann. Ähnlich eben wie die Apple AirPods, allerdings zu einem viel, viel günstigeren Preis. Die Sprachqualität ist okay, ist jetzt nicht die beste der Welt, aber man kann gut damit telefonieren. Gerade wenn es in der Umgebung leise ist, dann hat man damit keine Probleme. Wenn die Umgebung etwas lauter ist, dann wird es etwas schwieriger. Da greift zwar dann die Drosselung der Umgebungsgeräusche, allerdings drosselt die auch einige Frequenzen der Stimme, sodass auch die betroffen ist. Ich persönlich habe lieber telefoniert mit den Soundbeats R3 Deluxe HS, dieser Name ist so kompliziert für mich auszusprechen an einem Stück. Ich habe mit denen eher in leiseren Umgebungen telefoniert, in lauteren Umgebungen war das schwieriger. Und nun kommen wir zum letzten Punkt und das ist der Klang und das ist auch der wichtigste Punkt, wie ich finde, gerade weil die Soundbeats R3 Deluxe HS, ja Deluxe heißen, den LDAC-Codec an Bord haben und somit theoretisch CD-Qualität verlustfrei übertragen können. Dafür muss natürlich das Ausgangsmaterial auch auf dem Endgerät stimmen, also auf dem Smartphone. Es gibt natürlich Streaming-Anbieter, die das mittlerweile können. Wenn man Amazon Music HD nimmt, die haben schon sehr hohe Ultra-HD-Inhalte, so nennen sie das. Das ist dann, ich glaube, mit 480 Kilobit Übertragung. Es gibt dieser Premium Tidal. Auch da gibt es hochwertige Audioqualität, die sogar bis zu 920 Kilobit übertragen werden müsste. Soweit ich weiß, zumindest bei Tidal, meine ich, war das so. Und das habe ich auch getestet. Ich habe Amazon Music, also ich kann nicht die ganz hohe Qualität testen, aber Amazon Music Prime Ultra HD, die haben da schon gute Qualität. Dazu habe ich auch noch mal ein paar CD-Titel auf mein Smartphone so geladen, um das einfach mal auszuprobieren. Klanglich sind die wirklich gut, das muss man sagen. Für den Preisbereich haben wir knackige Bässe, wir haben Mitten, die schön detailliert sind, mit Stimmen, die den Raum zur Entfaltung bekommen und auch Höhen, die recht klar sind, obwohl sie relativ warm sind. Den großen Unterschied zwischen LDAC und dem normalen SBC-Codec, den man sonst nutzt, habe ich kaum gehört bzw. wahrgenommen. Also nur deswegen diese Kopfhörer zu kaufen, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Aber es ist natürlich ein Punkt, den man schon, wenn man sehr, sehr gute Ohren hat und das entsprechende Material, Ausgangsmaterial hat, was man schon wahrnehmen kann, aber eben der Unterschied ist nicht exorbitant groß. Aber wie gesagt, klanglich sind sie echt gut, haben mich überzeugt, auch was die Surround-Qualität angeht, also vorne, rechts, links, hinten. Auch das ist alles sehr differenziert und präzise, alles super. Und dank des Equalizers kann man ja hier und da auch nochmal das Feingefühl anpassen und für die eigene Genres, die man gerne hört, die Kopfhörer nochmal anpassen. Insofern klanglich absolut auf einem hohen Niveau in diesem Preisbereich. Und damit sind wir beim Fazit zu den Soundbeats R3 H Deluxe HS, so heißen sie. Ich würde den Kopfhörer empfehlen, weil sie sind für unter 50 Euro meistens zu haben, haben eine sehr, sehr gute Soundqualität. Soundbeats etabliert sich auch immer mehr auf dem europäischen Markt, in den US und im asiatischen Raum. Da sind sie schon etabliert im europäischen Markt. Noch immer etwas unbekannt, aber da etablieren sie sich langsam. Bringen immer mehr Geräte auf den Markt, die wirklich gut ankommen, auch bei mir. Und insofern kann man sie langsam wirklich gut empfehlen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.